Okay, Aufnahme läuft. Ja, ich habe zwischendurch mal ein Dummy-Projekt gemacht. Wir machen hier weiter beim Step 3. Ich habe also wieder Step 2 kopiert auf Step 3, wie ihr es eben schon in dem Video gesehen habt. Und mache jetzt hier wieder bei unserem Xcode-Projekt View und so weiter. Und wir öffnen unser Projekt mit Xcode 9 Beta. Ziel von diesem Video ist es jetzt, unsere Property View unserer Klasse UI-ViewController, deren Subclass wir sind hier als ViewController, nicht mehr über den Code auf Rot zu setzen, sondern über das Storyboard, also rein visuell. Und ja, das Ganze eben dann auch klären, wie denn die Verbindung ist zwischen dieser Klasse hier und unserem Storyboard. Dazu werde ich jetzt zunächst mal hier unsere Source Code Zeile löschen, wo wir den Hintergrund auf Rot gesetzt haben. Und wir gehen dann hier mal in das Storyboard hinein. Da waren wir ja eben schon und ich weiß, auch für die Taschenlampen-App haben wir das Ganze natürlich schon mal relativ schnell gemacht. Aber hier wollen wir uns jetzt im Detail mit der Sache beschäftigen. Wir sehen also hier unseren View-Controller bzw. unsere View-Controller-Szene, ja, dieses Scene. Und jetzt ist die Frage, wie ist denn diese Szene hier verbunden mit dieser Klasse? An der Stelle muss man natürlich sagen, vielleicht hätte Apple für das Template hier einen anderen Namen der Klasse wählen sollen. Denn ihr wisst, ich gehe noch mal gerade drauf, die Oberklasse, na, einmal klicken sollte genügen, die Oberklasse UI View Controller und Apple hat das Ding hier View Controller genannt und dann meint man ja, das muss ja so heißen, weil es ist ja ein View Controller. Nein, muss man nicht, es könnte auch Hinz oder Kunz heißen, ja, aber es heißt eben hier View Controller. Wir werden noch genügend eigene Klassen machen und mit dem Storyboard verbinden, aber hier jetzt die Erklärung, wie die Verbindung denn zustande kommt von unserem Main Storyboard und der Klasse. Dazu gibt es dann hier den Identity Inspector und der sagt ja, dass diese View Controller Scene mit der Class View Controller aus unserem Projekt verheiratet ist. Und schaut mal, hier ist dieser kleine runde Pfeil. Wenn ich den anklicke und wenn es die Klasse gibt, dann springt auch der Source Code Editor gleich hier in die Klasse hinein. Das ist also tatsächlich diese Klasse, und ich mache hier mal ein zurück, die sich hinter dieser View-Controller-Szene befindet. So, wenn das diese Klasse ist und diese Klasse einen UI-View-Controller extendet, dann hatten wir ja schon geklärt, dass es diese Property namens View gibt. Sehen wir denn die auch im Storyboard? Ja, die sehen wir. Hier, da ist unsere Property View. Und das ist genau die wir im vorherigen Video da im Source Code mit Background Color auf UI Color Red modifiziert haben. Und das können wir natürlich auch hier vom Storyboard aus. Dazu klicken wir den View an und gehen auf unseren Attributinspektor. Und der Attributinspektor hat jetzt hier auch Zugriff auf das Background-Attribut. Dann klicke ich hier auf die blauen Pfeile und auf Other und dann können wir das mal in einem schönen nackigen, leuchtenden Blau uns darstellen lassen. Also jetzt haben wir der Property View in unserer Klasse, die da View Controller heißt, tatsächlich die Hintergrundfarbe Blau zugewiesen und das Ganze mal über das Storyboard. So, und wenn ich das jetzt laufen lasse, dann sollte er das bitte auch kompilieren und dann kommt auch unser Simulator nach vorne, das wissen wir. Dauert einen kleinen Moment. Ich könnte jetzt Pause machen. Ich könnte euch natürlich auch was aus dem Entwicklerleben erzählen. Naja, das machen wir vielleicht lieber mal privat, wenn man sich mal trifft. Also schauen wir mal, was unser Simulator macht. Da, irgendwas passiert doch. Ah, schaut mal, der muss noch booten, ja, wie ein iPhone. Und da kommt er dann schon nach vorne und dann läuft auch hoffentlich irgendwann die App und dann sollte das Baby bitte auch blau werden und genau in dem Moment ist es auch geschehen. Also, wir haben jetzt auf die Property View unserer Klasse ViewController
mit dem Attributinspektor das Background Color Attribut geändert. Wow! Und ich meine, klicken ist schon viel, viel einfacher als programmieren. Und ihr seht, hier muss dann auch dementsprechend nichts passieren im Quelltext. Man kann sehr, sehr vieles mit dem Storyboard und dem Interface-Builder, der letztendlich dahinter steckt, schon tun. Und ihr wisst jetzt zumindest so im Groben, okay, da gibt es eine Klasse, das Ding heißt ViewController, erbt von der Klasse UIViewController, hat eine Property View und da ist sie und mit der kann ich was tun. Ja, da hat man doch schon ein schönes Bild vom Code und auch hier vom Interface-Builder. Und das ist ja wichtig, damit wir wissen, worüber wir reden. Vor allen Dingen im nächsten Video, wenn wir nämlich ein Child-View mal hinzusetzen. Ja, ein schönes oranges Kästchen. Das wäre doch mal was. Schauen wir uns dann im nächsten Video an.